Komm, wir gehen jetzt nochmal zum Chapter 4. Grüße. Operation. Hallo! Das war unser Boss. Fick dich. Actionreiche Musik. Das ist unsere Rettung, verdammt. Wir wollen mit! Hallo, hier unten sind wir. Also wir sind jetzt bei Chapter 4 und wie wir gesehen haben, 7 Stück gibt es. Also mehr als die Hälfte haben wir schon? Nee. Doch. Ungefähr die Hälfte. Ja. Ich bin dafür 10 Minuten immer noch auf und dann... Das ist für danach, glaube ich, ne? Jo. Jo. Alles klar, 10 Minuten noch. Fliegt der Heli einfach weg. Penner. Ich fasse es nicht. Never do Rollstuhl. Ey, warte. Guck mal links. Medikit. Und Munition. Und Munition, ja. Für welche Waffe denn jetzt? Ich denke mal für die, ne? Ja. Können wir gut eine neue haben. Aber ganz ehrlich, wir können jetzt eigentlich mal ein bisschen mit der auch schießen, ne? Jo. War klar. Oh, sehr schön. Sieht gesund aus für ein Krankenhaus. You are now entering the surgery department. If you require any assistance, please contact a nurse at the nearest nursing station for more information. Ja, die Krankenschwestern hier will ich gar nicht sehen. Also jetzt mal ehrlich. Lol. Ist sein Körper entweder verschwunden oder in der Wand verschmolzen? Da ist er. Okay. Hat sich erledigt. Aber ich habe mich nicht erschrocken vor ihm. Ich auch nicht. Ey, und das nur wegen dieser verschissenen Tür. Habe jetzt 3 Munitionskugeln da ausgegeben, ey. Sieht sehr einladend aus für ein Krankenhaus, oder nicht? Na, vor allem, wenn wir Blut folgen. Ich glaube, ich kann nie wieder ins Krankenhaus gehen. Nee, nach dem Spiel nicht mehr. Ist zu. Ist offen. Aber... Drück mal auf den Knopf. Geht nicht. Ich denke mal, hier müssen wir noch herhören oder so. Okay. Auf geht's. Zu. Ab wie vielen Minuten hat die Facecam meistens aufgegeben? Weiß ich nicht. Weißt du was? Zur Sicherheit. Machen wir jetzt einmal. So. So. Bam. Passt. Ich glaube, du bist ein bisschen weit weg von der Kamera, oder? Da sehen wir ja nachher. Wenn KKB nicht zu sehen ist, dann tut's mir leid. Mir nicht. die Tür war zu, ne? Ja. Oh, fuck. Wow! What the fuck? Ach, die darfst du, glaube ich, nicht berühren oder so, ne? Ich habe keine Ahnung. Überall stehen Schatten. Ich würde gerne in die Türen rein, aber... Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Du darfst dem nicht zu nahe kommen. Was passiert denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, du bist tot oder so. F6? Weißt du was? Wir probieren das jetzt einfach mal. Au. Wir machen Aua. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt extra neu laden muss dafür, aber ich glaube eher weniger, ne? Wow. Die Tür ist nämlich auch zu. Alter, was sind das? Wow. Slalom, Baby! Slalom! Die Türen scheinen hier alle zu sein. Gott. Ist auch überhaupt nicht angsteinflößend oder sowas. Alter Filme. Da stehen noch mehr, ey. Alter! Das sind doch eigentlich nur Schatten, oder? Die dir wehtun. Mit ziemlich langen Beinen. Also. Aber so schlimm ist das gar nicht hier. Sagst du jetzt? Bandage? Dusche? Hm.
Ist auch noch eine Tür? Ne, dann ist hier wohl nicht der Weg. Bin ich gerade gestolpert? Hä? Die Dinger sind weg. We would like to take a minute of your time to notify you. Alter, du dumme Kuh. There is something behind you. Was? Macke. Ja, habe ich gesehen, dass da was hinter mir ist. Danke. Warum warnt sie mich? Alter, du dumme Kuh, Alter. Ja, nachladen. Oh, gute Idee. Ich höre wieder so eine Herzfrequenz. Access to private rooms of patients in this section is prohibited without proper authorization. Please contact the main desk for details and booking arrangements. Okay. Nee, habe ich keine Lust zu. Das sieht so aus, als ob wir da längst müssen. Oder? Ja. So. Ja, hä? LOL. F6? LOL. Wir sind im Kreis gelaufen. Okay. Nein, diese scheiß Taschenlampe. Alter Schwede. Wir kommen dem Piepen auch näher. Da ist jemand tot. Hörst du das im Hintergrund, das andere Piepen? Ich höre verdammt viele Geräusche. Da ist jemand tot. In dem Raum. Hä? Waren wir hier schon? Nein. Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte doch niemand tot in dem Raum. Hä? Hier aber. Der Raum ist von der Probe dazu. Und der auch, also kann das nur der Raum sein. Und da passiert irgendwas. Ich denke. Da ist jemand tot. Ja, aber nur leicht. Das sind leichte Verletzungen. Tür geht zu, bevor du mich wieder verletzt. Da ist ein Handabdruck. Oh, das Piepen geht voll auf den Nerven. Ja. An der Decke? Ich weiß gar nicht jetzt gerade, was ich hier machen soll. Wieder zurück. Meinst du? Ja. Ah, gute Idee. Was wo? Da. Oh. Ach cool, wieder mit 6 Schuss. Alter, diese dumme Kuh, ey. Aber ich muss sagen, diese Schusseinlagen zwischendurch, die holen einen doch ein bisschen runter. Ja, aber... Finde ich. Ich verstehe die Logik gerade nicht. Hey, nimmt uns mit! Nicht wegfliegen! Nein! Oh. Ihr Schweine! Ich... Warte, Taschenlampe. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen uns die Munition noch mit. Ja. Ich höre das Piepen schon wieder von hier. Da ist ein Schatten. Ich würde sagen, das überlassen wir der Zukunft. Ja. Den Schatten da. So.
Warte, lade nochmal nach. Sollen wir uns gleich Angst einflößen? Nächstes Mal? Ja. Okay. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin, gucken noch ganz provokant ohne Taschenlampe dahin, dass wir uns auf nächstes Mal freuen können, was uns da hinten erwartet. Autsch! Oh! Leck mich, ich geh doch schon. Aua. Ja, ich speichere jetzt nochmal. Ich glaube, das Spiel ist so programmiert, wenn man zu lange stehen bleibt, dass man irgendwie mal einen Schadenspunkt kriegt. Ja. Denke ich mal, aus dem Grund, dass man einfach mal weiterlaufen muss, sonst stirbt man. Logischerweise. Ich habe gespeichert, ich sage danke fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Und wir sind keine Pussys. Genau, wir sind keine Pussys. Habt ihr jetzt gesehen? Ihr seid Freunde. ja. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir nehmen gleich bestimmt, kriegen gleich bestimmt wieder einen Nackenschlag. Und wünscht in Zukunft Stormy und KKB viel Spaß mit diesem Schatten. Genau. So, auf Wiedersehen. Easy peasy.